Bioakustik war ja auch ursprünglich ein Teil der Verhaltensbiologie, also eine rein akustische Untersuchung der Verhaltensweisen des Tieres, so könnte man das interpretieren. Heute geht man aber wesentlich weiter, man fasst die Linguistik mit dazu, das heißt also die Sprachwissenschaft dazu. Das ist ja schon mal eine Gesellschaftswissenschaft und ich denke, man kann auch die Philosophie heute mit einbeziehen. Ziehen, die alle diese Erkenntnisse verallgemeinern kann, zusammenführen kann. Deswegen sind philosophische Betrachtungen immer auch bei derartigen Untersuchungen angesagt und besonders bei der Sprache natürlich. Selbstverständlich sind hier auch philosophische Überlegungen notwendig, wie es Woher kommt das Sprache. wichtigste Werkzeug des Denkens, Das nicht? ganz, Ja, ganz und genau, ja. ja. Und die Sprache, wenn wir die Ursprünge der Sprache sehen, bin ich der Auffassung, dass es also drei Stufen wahrscheinlich gibt, eine primäre, sekundäre und eine tertiäre Sprache. Die primäre Sprache wäre, dass einfach eine Belegung einzelner Gegenstände Stände erfolgte. Das heißt also, wenn ein Tier in der Natur gesichtet worden ist, dann war das günstig, dass dieses Tier einen Namen bekam. Und ich konnte dann mit diesem Namen zurück zu meiner Sippe gehen, die am Lagerfeuer irgendwo saß. Da heißt ein Mammut. Ja, ich könnte sagen Mammut, und sie verstanden dass ich dieses Tier Kann auch meinte. großer weißer Gott heißen. Also das ist egal, Ja, ja, das nicht auf jeden wär Fall. völlig, völlig, Ja, völlig nicht. Da ist egal. eine Maus, wäre ein kleiner Gott. Ja, das wär also die erste Stufe. Die zweite? Die zweite Stufe wäre, dass Sachverhalte dargestellt werden können. Also nicht nur Gegner Mammut, Gott, unterwegs. Ja. Böse Sand, Leute kommen. Wasser oder etwas Ähnliches, sondern es konnten Sachverhalte dargestellt werden. Das heißt, man hatte wahrscheinlich beobachtet, dass ein Tier, wenn es über eine Fläche lief, eine Sandfläche, das Spuren hinterließ. Und das kann man nur Ach, das ist ein als Sachverhalt. Hier Sachverhalt. war jemand. Hier Es war ist gar jemand, also nicht zu sehen. Subjekt, Prädikat war Das ist jetzt notwendig. schon Grammatik, Das nicht? Ja, geht dann in die ja. Grammatik über. Hier war es. Es Ja, wird wiederkommen. ganz Ja, es ist genau, möglich, dass es kommt. Schon ganz komplexe. ja. Das heißt also, es wurde dann dargestellt, Mammut lief. Dann war es klar, dass das Mammut nicht dort stationär war, sondern es hat sich bewegt. Das dritte? Und das Dritte ist, dass man dann Sprache als symbolhafte Darstellung Für ganze Gattungen, nicht? nochmal symbolisieren kann. Das ist also nur hochinteressant und das geht dann in die Philosophie über. Wir können also die Sprache, die symbolhaft ja dargestellt wird, dann als Symbol nochmal, das ist also eine symbolhafte Darstellung von Symbolen Ich kann noch nicht verwenden. schreiben als Menschheit, nicht? Ja, kann ich noch nicht, Ja. aber ich kann sozusagen abstrakter darstellen. Ganz genau. Ich bin dann in der Lage, zum Beispiel Dinge zu erzählen, die real nicht existieren. Ein Während diese frühes. beiden Stufen ursprünglich Dinge darstellen oder Sachverhalte darstellen, real existierten, kann ich jetzt Dinge darstellen, die nicht real Sagen Sie existierten. mal ein wichtiges frühes Symbol. Ein frühes wichtiges Symbol wird Tier gewesen sein, oder Das trifft auf alle zu. in Afrika, Gazelle, vermutet man bei den San, den Pygmäen in der Kalahari, die unterscheiden durch diese Klicklaute, ob es eine Gazelle ist mit hochgestellten Hörnern oder nicht. Und das wird wahrscheinlich so der Ursprung dieser Vermittlung eines Gegenstandes gewesen sein. Die höchste Form dagegen ist, dass wir eben auch lügen können. Wir können etwas erzählen, was real nicht existiert und nicht vorhanden Unter ist. Bezug auf etwas, ja, Ja, was auf etwas oder real auch, existieren könnte oder existiert. oder auch eben nicht. Das Lügen ist ja das Interessante, dass ich weiß, ja, nicht, was der Tatbestand ist. Oder ich kann auch etwas erfinden, wenn ich die gesamte Kunst anschaue, dann kann ich Dinge mir ausdenken, Science Fiction oder sonst Romane, ja. irgendwas, Romane ausdenken. Das einfachste Beispiel: Ich
könnte erzählen, heute ist mir ein Ziegelstein aus 100 Meter Höhe auf den Kopf gefallen. Ich, der Erzähler, berichte. Ja, ich berichte. Oder hinterher sage ich, ach nee, das war gar nicht so. Dieser Ziegelstein ist von meinem Kopf zu der nächsten Wolke geflogen. Das geht gar nicht physikalisch, aber erzählen kann ich's. Ja. Ich kann's das durch, Interessante ist, dass die Lügner ja eigentlich die besten, also die Lott-Siegelbewahrer der Wahrheit ja sind. Mhm. Denn sie als Einzige bilden den vollen Sachverhalt ab. Ja, nicht? Das tut ja derjenige, der Wahrheit sagt, ja, nicht unbedingt, denn es kann ihm ja gleichgültig sein, was die Einzelheiten davon sind. Ja, wenn er lügt, muss er genau sein. Ja, das ist schon richtig. Zumindest muss er aufpassen, dass seine falsche Darstellung nicht entdeckt wird. Und können Schimpansen also auch lügen? Ja, man meint ja. Es sind Untersuchungen durchgeführt worden, allerdings nur im Labor, mit Gegenständen, die ein Schimpanse gesehen hat, der andere nicht sehen konnte, aber diesen Gegenstand entsprechend nicht erreichen konnte. Und man stellte fest, also, dass ein Schimpanse dem anderen so etwas vorenthält. Obwohl in einem anderen Experiment auch eine Kooperation nachweisbar war. Also ein Schimpanse, dem was gezeigt worden ist und verdeckt worden ist hinter einem Gitter, der aber dann nicht dran kam, und ein zweiter Schimpanse, der in der Nähe dieses verdeckten Gegenstandes war, wurde von demjenigen, der es gesehen hatte, informiert, dort drunter liegt etwas. Das wäre also das ganz normale Verhalten der Mitteilung. Es gibt aber auch Beispiele, dass derjenige das eben nicht tat. Täuscht. Und das ist wahrscheinlich eine Basis des Lügens. Wenn Sie aus Ihrer Tätigkeit in dieser Woche meinetwegen, ja, was forschen Sie da in Ihrem Bereich in der Charité? Also in der Charité. Mal ein Beispiel. In der Charité ist nun aktuell der Schimpanse das Forschungsthema. Ich habe sehr lange mich mit dem Säuglingsschrei beschäftigt. Nun der Schimpanse einfach aus der Überlegung heraus. Wir haben den Säuglingsschrei untersucht, wir haben das Lachen untersucht, wir haben die Sprachentwicklung untersucht, und dann kam das Interesse, wie sieht die akustische Kommunikation beim Schimpansen aus? Und da sind wir von Herrn Opitz hier aus dem Tierpark Berlin darauf hingewiesen worden, dass in Holland im Burgers Zoo in Arnhem eine wunderbare Anlage ist, die größte Anlage in Europa, wo eine fast lebensnahe Sozialstruktur aufgebaut ist, und dort arbeiten wir zurzeit auch Bioakustik.